Was erreicht mit dem IFC 24 ohne FC Points Tag 141? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich sehr viele Fragen. Die werden im Laufe des Videos beantwortet. Heute ist es aber endlich mal wieder soweit. Ihr kennt mich. Normalerweise lade ich jeden Tag ein Video hoch, aber die letzten zwei Tage kam keins. Wieso, weshalb, warum? Dazu auf jeden Fall gleich mehr. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, die hat Julian übernommen. Da hat er mir den Gakpo gezogen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Karte. Der lässt sich auch sehr geil zocken. Und wir haben heute richtig viel vor in diesem Video. Wir werden Packs ohne Ende ziehen. Es wird kein Gameplay heute mal geben, weil, ja, ich nehme dieses Video gerade im Hotel in Hamburg auf und dementsprechend mit WLAN aus dem Hotel weiß ich nicht. Ich habe die Weekend League allerdings fertig, denn ich war gestern, also am Sonntag, Samstag und Sonntag in Berlin beim EM-Finale und da habe ich dann die Weekend League gezockt. Wie das Ganze gelaufen ist, das seht ihr auf jeden Fall auch noch im Laufe des Videos. Also, wir werden jetzt Player-Picks durchballern, wir werden die neuen Icon-Picks durchballern, wir werden neue SBC-Packs ballern, wir werden die Weekend League Rewards ballern. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Folge. Ich hoffe, es geht auch alles mit der Aufnahme gut. Ich habe hier mal wieder mein Reisesetup dabei. Wenn ihr Bock habt auf weitere RTG-Folgen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen und supporten. Und wir geben jetzt hier Gas. Ich habe direkt mal 50 Player-Picks vorbereitet und da kann ich jetzt euch auch ganz gut erklären, was aktuell bei mir so abgeht. Denn, ja, wenn das Video rauskommt, ist Dienstag und am Dienstag vor einer Woche bin ich nach Vancouver, Kanada geflogen. Für den einen oder anderen klingelt es da eventuell schon. Wenn nicht, wartet auf das Video, was morgen online kommen wird, denn da wird ein sehr, sehr cooles Video online kommen. Da werde ich euch dann auch alles erklären, was bei mir so in der letzten Woche abgegangen ist. Ich war in Vancouver, Kanada, also in Vancouver, von Dienstag bis Freitag. Also echt cool dafür, dass man 10 Stunden nach Kanada fliegt, aber der Trip hat sich definitiv gelohnt. Ich bin dann am Freitag wieder 10 Stunden zurückgeflogen, direkt nach Frankfurt und dann hat uns dort Julian abgeholt. Bene und ich waren in Vancouver, Julian hat uns dann in Frankfurt abgeholt und dann sind wir am Samstag von Frankfurt nach Berlin gefahren, denn ja, ich war zusammen mit Julian beim EM-Finale Spanien. Oh, 95er haben wir schon, aber ist okay. Spanien gegen England war auf jeden Fall ein wildes Game. Meine Schwester hat damals einfach 20 Tickets bei der ersten UEFA-Auslosung bekommen. Und da habe ich mir natürlich damals direkt ein Ticket gesichert. Das hat sie mir dann quasi verkauft und da waren wir alle zusammen beim EM-Finale. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch mal sowas mitzunehmen. Ich war bisher noch nie bei einem WM- oder EM-Finale. Ich weiß auch nicht, wann das nächste Mal passieren wird. Hätte da Deutschland gespielt, es wäre zu wild gewesen, wirklich. Jedenfalls, ja. Bei mir ist gerade Montag. Wir sind heute Morgen nämlich von Berlin dann weitergefahren nach Hamburg. Denn ja, wenn das Video rauskommt, am Dienstagabend sind wir noch bei Travis Scott am Start. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr wild. Und eigentlich wollte ich gestern schon eine RTG-Folge hochladen. Ich habe aber bei meinem Reisesetup ein einziges Kabel vergessen, was ich mir dann an einem Sonntag natürlich nicht mehr kaufen konnte. Das habe ich dann in Hamburg heute gemacht. Jedenfalls geht es jetzt wieder ganz normal weiter mit Daily Videos. Zumindest fürs Erste, denn am Wochenende bin ich tatsächlich dann nochmal ein paar Tage im Urlaub, aber den August werden wir dann wieder komplett durchballern. Auch die nächsten Tage wird es wieder, wie gesagt, jeden Tag ein Video geben, also keine Sorge. Wir gehen rein in die Player Picks. Wir haben ein bisschen was nachzuholen, dadurch, dass ich eine Woche in Vancouver war, gibt es auf jeden Fall eine Menge zu tun und wie ich eben schon gesagt habe, heute kein Gameplay, dafür aber eine XXL Pack Opening Folge mit wirklich noch sehr, sehr nice Packs, die auf uns warten. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das sollte echt gut werden. Also im besten Fall sollte das gut werden. Ich hoffe doch. Ich mache mir da keine Sorgen, denn was hier noch auf uns zukommt in dem Video, ist auf jeden Fall crazy. Sagen wir es mal so, ich habe natürlich noch die ganzen Packs am Start und so weiter und so fort. Die zwei Icon-Picks werde ich definitiv mitnehmen. Und Thema Weekend League. Ich habe die Weekend League gestern im Hotel angefangen zu zocken in Berlin. Hab es tatsächlich geschafft, mit dem Hotel-WLAN ein 7:1 rauszuholen. Und für die letzten 12 Spiele, ja, da hat mir der gute Bene ein bisschen über die Schultern geschaut, sagen wir es mal so. Und hat mir da ein paar Tipps gegeben.
Und dementsprechend schauen wir uns da auf jeden Fall später an, welcher Rang es denn geworden ist. Also ja, der Bele, der hat mir da gut über die Schultern geschaut. Ja, sonst hätte ich die Weekend League heute hier in Hamburg zocken müssen. Und ich habe gerade hier schon gemerkt, ich kann hier nicht mal über WLAN zocken. Ich bin gerade hier mit meinem Handy-Internet in FC24 am Start. Deswegen, wir schauen uns das an. Die Player-Picks haben wir jetzt relativ bald durch, glaube ich. Eine Team-of-the-Tournament-Karte haben wir gezogen. Die einzige, die ich schon habe, beziehungsweise, nee, die einzige ist Quatsch. Julian hat ja wirklich Gas gegeben in der letzten Folge, als er meinen Account übernommen hat. Da war ich ja im Flieger und dementsprechend ist Julian eingesprungen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Eriksen 96, der sieht strong aus. 5-Star Skills, 5-Star Weak Foot. Mit Sicherheit wird er nicht die Welt kosten, aber die Playstyles sehen auch echt gut aus und so günstig ist er nicht. Also das ist ein nicer Pull, den nehme ich gerne mit. Am Wochenende steht dann das Footy-Event an, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Das wird richtig wild, also da werden wir dann am laufenden Band wahrscheinlich Ratings wie ein 96er Eriksen sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da so am Start sein wird. Und wir sind gleich durch mit den 50 Player-Picks. Waren auf jeden Fall die besten 50 Player-Picks seit sehr, sehr langer Zeit, um das mal so zu sagen. Weil, was wir hier gezogen haben an Futter und so weiter und so fort, also damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir schließen das Ding ab mit einem Walkout. Und wir fügen alles dem Verein hinzu. Kann sein, dass das Gameplay heute so ein bisschen heller ist als sonst. Ich hoffe, das geht auf jeden Fall einigermaßen fit. Wie gesagt, das ist das einzige Video, was ich jetzt hier unterwegs aufnehme. Morgen wird noch ein cooles Video kommen. Da geht es um ein bisschen was anderes und dann wieder alles beim Alten, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, Freunde. Macht euch da keine Sorgen. Und wir gehen jetzt rein. Der neue Icon-Pick ist rausgekommen. Das ist eine richtig coole Sache. Da freue ich mich sehr drauf. Die 5x85 Plus Packs, die werden wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Ich habe auch schon ein paar vorbereitet. Also 3 Stück habe ich auch schon. Und dadurch, dass wir gerade den Lobotka gezogen haben, ist es auf jeden Fall sehr, sehr entspannt abzuschließen. Problem ist nur, man braucht auch hier wieder 2 Inform oder Team of the Season Karten, also auch wieder sehr, sehr teuer. Ich habe mittlerweile auch, ey, ohne Spaß, ich habe mittlerweile kaum noch Tots Karten. Am Anfang war es mir echt immer zu schade, die abzugeben, da dachte ich mir, oh mein Gott, das ist so eine coole Karte, den kann ich nicht abgeben. Und irgendwann ist dann der Bann gebrochen und ich habe gefühlt alles abgegeben, was mich nicht so wirklich gejuckt hat. Also das ist wirklich crazy. Ohne Spaß, auch ein Tavernier, der fliegt da jetzt rein. Es ist mir echt egal, aber der pusht dann wenigstens nochmal ein bisschen das Rating. So, das erste Team ist am Start. 90er SBC ist hart, ist hart. Ich werde wahrscheinlich auch gleich noch ein paar Inform-Picks machen müssen, weil wir können das jetzt hier nicht durchziehen und jedes Mal irgendwas aus dem Verein nehmen. Also früher oder später werde ich dann sowieso nichts mehr haben, aber ja, wir müssen auf jeden Fall gleich noch ein paar Inform-Picks machen. Und mit Busquets und M-Bock habe ich da doch eine super Möglichkeit, zumindest mal den ersten abzuschließen, Freunde. Und dann geht es auf jeden Fall gleich noch rein in die Packs, die ich aufgespart habe und so weiter und so fort. Es wird sehr wild. Ich habe das Gefühl, wir werden heute noch richtig verrückt gute Karten ziehen. Da bin ich mir fast schon sicher. So, ich habe erstmal 3 Inform-Picks abgeschlossen. Dann können wir auf jeden Fall gleich auch noch die 5x85 plus Daily Pack-Session mitnehmen, sozusagen. Bissek, die Maschine. Ich bin mal gespannt, ob der als Footy-Karte rauskommt. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil bei den Footies kommen ja immer so die beliebtesten Karten des Jahres auch unter anderem raus. Und Bissek war wahrscheinlich die beliebteste Innenverteidigerkarte in FC24 neben Van Dijk. Den darf man definitiv auch nicht vergessen. Van Dijk war wahrscheinlich auch im ein oder anderen Team drin. Mit Sicherheit auch beim ein oder anderen von euch. Und wir starten mal rein mit dem Vorschau-Pack. Das habe ich jetzt wirklich einige Tage nicht gezogen. Und wir kommen auch nicht zurück mit einer Eventkarte im Vorschau-Pack. Das wäre zu schön gewesen. Übrigens, morgen kommt dieses besondere Video, auf das ihr euch freuen könnt. Und am Donnerstag kommt auch noch ein Account-Battle für die Leute, die gefragt haben. Weil, ja, bis jetzt kam diese Woche das Account-Battle nicht. Keine Sorge, Donnerstag Account-Battle gegen Julian wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Julian ist auch mit in Berlin gewesen und mit in Hamburg. Und am Mittwoch kommen wir dann wieder nach Hause. Und dann geht's ganz normal weiter, Freunde. Wir
ballern jetzt erstmal hier kurz die ganzen Tradable Packs weg, die wir aus den Inform Packs bekommen haben. In Account Battles habe ich da wirklich schon richtig oft auch Tradable Karten mal zurückbekommen. Oder als ich Julians Account übernommen habe, habe ich ihm eine 800k Karte da rausgezogen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber auf meinem Account ist es mehr oder weniger ausgeschlossen, dass das mal passiert. Aber wir lassen es auf uns zukommen. Ich bin auch übertrieben gehypt auf diese Icon Picks, weil dadurch, dass die Icon Picks jetzt raus sind, mit allen Crates of the Game Karten oder wie die heißen, bedeutet das eigentlich, dass ich in nächster Zeit wirklich sehr, sehr viele Icon Picks wieder mitnehmen kann. Ich werde wahrscheinlich Real Talk jeden mitnehmen, den ich mitnehmen kann. Es wird unglaublich teuer, das auf jeden Fall. Aber in nächster Zeit ist auf jeden Fall Icon Pick Player Pick Zeit oder so. Also ich bin gespannt. Ich meine, zum Footy-Event sollen auch nochmal Icon-Footies kommen. Dementsprechend, ja, da wird es dann natürlich nochmal heftigere Karten geben. Unter anderem natürlich auch 99er-Karten. Aber gerade so ein Ronaldinho, R9 und was weiß ich was alles, die zu ziehen, wäre natürlich trotzdem ganz cool. Gerade so für die Weekend League. Und ich will natürlich auch dieses Jahr wieder auf der RTG versuchen, ein 99er-Team zu bauen. Beziehungsweise halt nur 99er-Karten im Team zu haben oder so. Wir gehen rein, Freunde. Wir gehen rein. Ich habe 3 5x85+ und ein 10x84+ vorbereitet. Wir starten mal mit 5x85+. Wir starten mit einer Goldkarte aus Kroatien. Luka Modric mit einer 87. Dahinter ist sogar noch ein 2. Was heißt sogar? Also, wenn du ein 5x85+-Pack ziehst und da ist nur ein Walkout drin, dann kannst du sowieso komplett loslassen. Ohne Spaß. Okay, 3 Walkouts war trotzdem nicht das beste 5x85+, was jetzt, wenn es jetzt nur um die Goldkarten geht, da geht definitiv mehr. Wir checken das zweite ab. Wir starten rein mit Deutschland und Stürmer. Das ist eine 86er Schüller, das ist nicht gut, aber dahinter muss was sein. Ødegaard mit einer 87. Wir brauchen so viel Futter wie möglich, dementsprechend her damit. Und wenn wir 85er Karten bekommen, ist es auch hier und da mal in Ordnung, weil ich will ja auch nochmal weitere 5x85+ Packs abschließen und da können wir die Karten dann ganz entspannt reinballern, dann passt das auf jeden Fall ganz gut. So, let's go. Das heißt, wir ziehen uns einfach ein paar 5x85+ Packs und wenn nichts drin ist, dann recyceln wir die einfach wieder in neue 5x85+ Packs. Das passt auf jeden Fall und dadurch, dass wir dann die ganzen Packs ziehen, arbeiten wir uns auch bei dem Icon-Player-Pick immer weiter nach vorne und damit geht's rein in das nächste 5x85+-Pack. Hoffentlich dieses Mal nicht nur mit Goldkarten. Es gibt super nice Karten aus dem Team of the Tournament. Wir gehen rein und wir haben einen. Allerdings einen aus der Copa America, aber das bedeutet ja nichts Schlechtes. Lionel Messi 99er zum Beispiel. Warum nicht? Warum nicht? Von daher freue ich mich fast schon mehr. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Wer ist es? Es ist nicht Lionel Messi. Es ist Aramburu aus Venezuela. Der sieht in Ordnung aus. Ich meine, 95er Rating, da beschwerst du dich natürlich nicht. Das ist eine super Sache. Gerade so zum Rating pushen und gerade auch für die Icon Player Picks unfassbar wichtig, weil sonst bekomme ich die halt kaum abgeschlossen durch das 90er Team. Das ist halt wirklich richtig schwierig. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn wir hier und da mal so eine Karte am Start haben. So, let's go. Die nächste SPC vom ersten Icon Pick ist abgeschlossen. Wir gehen rein. Wenn ich mich hier und da mal verspreche, es tut mir leid, Freunde. Ich habe in den letzten Tagen nachts immer relativ wenig geschlafen, weil wir so viel unterwegs sind. Es ist verrückt. Wir gehen rein. Shop wird aktualisiert. Wir haben wieder ein Tradable Pack, dieses Mal aus dem Icon Player Pick. Aber ja, das Ding ist halt auch nicht das allerbeste. Aber um den Verein nochmal mit ein paar Goldkarten zu füllen, eine gute Sache. Nehme ich mit. Weiter geht's. Wir haben noch das 10x84+ Topländer Pack. Da mache ich mir ein bisschen Hoffnung, ehrlich gesagt. Ist auch Argentinien dabei? Nee. Egal. Wir ziehen erstmal das 5x85+, haben wieder eine Goldkarte am Start. Diese Team of the Tournament Karten sind natürlich auch unnormal selten. Dadurch, dass sie halt so hohe Ratings haben, checke ich auch schon, dass EA die jetzt nicht jedem gibt. Aber ja, ein paar mehr wären schon ganz cool. Irene Paredes. Moin Meister, lange nicht gesehen. Wir nehmen das Ding natürlich auch gerne mit. Und 85er Dali ist eine super Sache für
das nächste 5x85 Plus Pack, denn davon haben wir natürlich auch noch zwei Stück. Aber bislang waren die jetzt nicht überragend. Gut, wir hatten eine Karte, aber eine 10 von 10 war das bislang eher nicht, würde ich sagen. So, nächstes 5x85 Plus ist am Start. Ich brauche auf jeden Fall noch richtig viele High-Rated-Karten für den zweiten Icon-Pick. Also beim ersten mache ich mir gar keine Sorgen, beim zweiten könnte es schon ein bisschen eng werden. Vielleicht ziehen wir den ersten Icon-Pick, dann machen wir die Weekend League Rewards und dann machen wir den zweiten Icon-Pick. Irgendwie so. Schauen wir mal, was wird. Wir gehen rein ins nächste 5x85 Plus Pack. Okay, let's go. Wir ziehen jetzt die nächste Team of the Tournament Karte auf Ansage. 3, 2, 1 und ab dafür. Internet läuft super. Wir haben einen Team of the Tournament. Warte mal kurz. Okay, wir haben Osimhen. Bitte sei gut. Bitte sei gut. Wer ist es? Eriksen wieder. Ah, okay. Ich meine, das ist super. Gar keine Frage. Aber da hätte ich jetzt gerne eine andere Karte gehabt. Trotzdem ist der natürlich top, um ja, die nächste SBC abzuschließen vom Icon-Pick. Und das machen wir direkt. Eriksen und Renard. 96 ist halt crazy. Da spare ich mir auf jeden Fall auch gleich richtig viele High-Rated-Karten. Wir haben jetzt hier noch ein 88er-Team offen. Und das sollte dadurch jetzt wirklich überhaupt kein Problem sein. Was sind meine High-Rated-Karten mittlerweile? Dani Olmo wurde schon geupgradet auf eine 98. Das ist krass. Schade, dass der nicht die 99 hat. Das ist wirklich schade. Ist der nicht mit einer 96 gestartet? Ganz am Anfang? Wie kann der eigentlich nur eine 98 am Ende gehabt haben? Check ich irgendwie nicht. Ich glaube, der kam eine Woche später oder so. Enzo Fernandes, der geht auf jeden Fall auf eine 99 hoch. Das ist sehr, sehr cool. Dass der Jonathan David mittlerweile eine 98 hat, ist irgendwie auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ja, ihr seht auf jeden Fall, hier sind mittlerweile schon ganz knackige Karten am Start, muss man sagen. Also, das lässt sich sehen. Aber, ich meine, ich vergesse auch immer wieder, es ist bald August. Es ist halt Real Talk bald August. So, Freunde, es ist soweit. Der erste Icon-Player-Pick ist am Start. 92 plus, das kann jetzt richtig, richtig krachen. Hilfe, das kann richtig, richtig krachen. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir gehen natürlich rein. Wir gehen rein. Habe ich jetzt nicht Renard abgegeben? Oh, das ist super unnötig. Aber gut, wir kümmern uns gleich um die Gute und wir schauen uns das Ding an. So, Freunde, wir gehen rein und wir machen natürlich auch hier mit einem Reise-Setup ein cooles R3-Pick-Opening. Wir öffnen das Ding und zack. Das war das Thumbnail damals, als ich das Reise-Setup das letzte Mal mit hatte aus Mallorca. Das war ein ganz cooles Video. Und dann schauen wir mal rein. Spieler Nummer 1. 82 Physis. Es gibt jetzt auch keine 91er-Karten. Das ist 92 plus. 85 Def. Das kommt mir jetzt schon wieder übel bekannt vor, ehrlich gesagt. 95 Dribbling. 99 Passen. Gut. Das sollte Xavi sein. Nee, das ist Pirlo, oder? Ich krieg's gerade nicht so gut hin. Es ist Pirlo. Der ist gar nicht so schlecht. Aber mittlerweile gibt es halt auch andere Karten. Aber das ist kein super schlechter Start. Also das geht fit. Wir checken den zweiten ab. Was haben wir auf der 2? 86 Füße, 87 Def, 98 Dribbling, 99 Passen, 91 Schießen, Xavi? Okay, es ist Xavi. Weiß ich nicht. Ach komm, Junge. Der dritte Bus. Es sind keine zwei schlechten Karten, auf gar keinen Fall. Aber der absolute Banger, der fehlt noch und den holen wir uns jetzt. Komm. 86 Füße, 97 Dribbling, 99 Passen, 97 Schießen? Digga, was? Warte mal, 99 Passen. Bruder, das ist insane. Digga, wirklich, warte mal kurz. Das muss irgendeine Icon sein, von deren Land bei der EM oder Copa America absolut rasiert hat, weil der hat den 99er-Stat. Also der hat die 4 Tore. Das ist krass. Das ist krass. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, insane. Ist es ein Brasilianer? Es ist ein Engländer. Keine Ahnung. 3, 2, 1. Holy, das ist krass. Das ist sehr krass. Charlton ist unnormal heftig. Was ist das für ein Pull? Forster Skills, 5-Star Weak Foot. Also der erste Icon-Pick scheppert direkt richtig. Kostet über 700.000 Münzen. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt ein absoluter Banger. Hilfe, das ist überragend. Über den freue ich mich riesig. Und ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Der sieht halt auch wirklich brutal gut aus. Playstyles, Powerschuss und Trivela, die sind es halt mittlerweile leider nicht mehr. Aber Forster Skills, 5-Star Weak Foot, zusammen mit diesen Stats, das ist wirklich verrückt. Und
den haben ja am Anfang auch richtig viele Leute gespielt und ich fand das immer richtig schwierig, gegen den zu verteidigen. Dementsprechend, also ich sehe mich auf jeden Fall mit dem in der nächsten Weekend League. 97er Charlton ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Das hätte nicht besser laufen können. Es hätte besser laufen können. Es kann immer besser laufen. Versteht mich nicht falsch. Aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Start. Das war auf jeden Fall schon mal ein richtiges Brett. Und wir gehen natürlich direkt wieder rein in das nächste Pack. Diesmal wird Renat abgegeben in das nächste Icon-Pick-Teil. Oder so. Also mit dem ersten bin ich schon mal unnormal zufrieden, weil Charlton ist richtig cool. Vor allem habe ich den dieses Jahr noch nie gespielt. Es ist eine neue Icon, die ich jetzt 2 Monate vor Ende des Spiels endlich auch mal zocken kann. Also das ist sehr, sehr cool. Das Ding ist, mittlerweile unser Team bzw. unser Verein ist auch wirklich absolut stacked. Und Griezmann nehme ich natürlich auch gerne mal mit für zwischendurch. Nee, aber wirklich, also der Verein ist mittlerweile insane. Enzo Fernandes wird auf jeden Fall noch auf eine 99 geupgradet. Das ist dann meine erste 99er Karte. Hätte England gewonnen, hätte ich sogar noch eine zweite gehabt, weil Pickford war damals bei dem Enzo Fernandes Ding dabei. Das ist wirklich crazy. Man hätte da einfach fast durch das Objective 2 99er Karten bekommen. Das wäre schon wirklich heftig gewesen. Aber ein 98er Pickford ist auch in Ordnung. Und unterm Strich hat sich Spanien natürlich auch komplett verdient, diese Europameisterschaft zu gewinnen. Wir machen weiter. 10x84+. Komm schon. Spanien, Frankreich, Deutschland, England oder Brasilien. Wir gehen rein und wir ziehen wieder nur Goldkarten. Bruder, was ist das denn? Ich schließe dieses Pack jedes Mal ab, wenn es raus ist. Und es ist immer schlecht. Guckt euch's an. Es ist eine Walkout-Karte drin. Das ist krass. Trent als einziger Walkout, gepaart mit 2 85ern, und der Rest besteht aus 84ern. Nee, ehrlich, EA, mega cool. Was ist das denn? Ja gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns lieber wieder um die SBCs. Ich habe noch ein letztes 5x85 Plus Pack abzuschließen und dementsprechend, da gehen wir rein. Einen Inform habe ich auch noch und dann brauche ich, glaube ich, noch einen Inform oder einen Tots für ja, den letzten Icon-Pick. Aber ich habe auch noch ein bisschen was im Verein, was Team of the Season angeht, was mich jetzt nicht übertrieben kränken würde, das abzugeben. Also das ist entspannt. So, let's go. Das letzte 5x85+ ist damit auch abgeschlossen. Wir haben heute die ein oder andere Team of the Tournament-Karte gesehen, aber der ganz große Fang ist uns außerhalb des Icon-Player-Picks noch nicht gelungen. Und das holen wir jetzt nach mit dem 5x85+. Ach Mann, Junge. Ey, das ist zu krass. Frankreich, Mittelstürmer, Nkunku. Ist jetzt auch nicht wirklich der beste Start in so ein 5x85+. Also dahinter wird wahrscheinlich eine 87 sein oder so. Nee, immerhin eine 88 mit Endler, aber da war auch wieder mehr drin. Da war auf jeden Fall mehr drin, also das Durchschnitt-Rating von dem Pack, das war es auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, wir haben noch 2 SBCs offen vom Icon-Player-Pick. Wir haben aber nicht mehr ganz so viel Futter. Ich habe hier im Season Pass noch so ein bisschen was zum Abholen. Jetzt auch nicht super, super viel, aber ein bisschen was habe ich. Ich werde auf jeden Fall versuchen, bis zur nächsten RTG-Folge dann noch den den Footies Cup fertig zu spielen, beziehungsweise überhaupt Ball zu spielen. Hier noch den Romero am Start, da muss ich dann auch nochmal zu Hause ein paar Squad Battle Games machen für die 5 Siege, aber das sollte auf jeden Fall hinhauen. Und bevor wir gleich zu den Weekend League Rewards kommen, ballern wir jetzt nochmal die Packs durch, die wir bekommen haben. Ich mache mir da jetzt nicht die größten Hoffnungen, aber man weiß ja nie, so ein bisschen Füllmaterial wäre auch schon cool. So ein paar 83er, ein paar 84er, einfach um die SBCs hinzubekommen, das passt auf jeden Fall. Und vertraut mir, Freunde, die Weekend League Rewards, die werden hoffentlich zumindest gleich sehr, sehr wild. Wir ziehen tatsächlich ein. Was sehe ich hier? Wer ist das denn? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist Sarmiento mit einem stabilen 94er Rating. Easy. Easy. Top. Den kann ich sehr gut gebrauchen. Wird wahrscheinlich auch nichts kosten. Die kosten halt alle nichts. Die kosten alle Discard. Also nicht Discard, aber halt so viel wie ihr Rating sozusagen und mehr halt nicht. Aber aus so einem Pack dann wieder so eine Karte zu bekommen, ist verrückt. Also wirklich, man kann die besten Spieler aus den schlechtesten Packs ziehen, auch wenn das jetzt nicht der beste Spieler war, aber ihr wisst, wie ich meine. Man muss wirklich jedes Pack wertschätzen, da kann immer mal was drin sein. 2x84+, habe ich damals Yaya Touré, glaube ich, gezogen, oder war es ein einzelnes 84+ Pack. Da ist sogar Ødegaard drin, das ist nice. Und Rodri, das ist eine 10 von 10 aus einem 2x84+. Also ich habe mir gerade aus den Packs überhaupt gar nichts erwartet, aber die sind wirklich richtig stabil. Und dann haben wir noch ein 11x81+, da darf jetzt eigentlich nichts mehr drin sein, das wäre wirklich ein Skandal sonst. Das ist Pope mit einer 84
und dementsprechend ist das Packlack fürs Erste auch wieder beendet. Und Freunde, damit ist es soweit. Wir kommen zu den Weekend League Rewards. Was soll ich euch sagen? Einmal in FC24 habe ich diesen Rang erreicht. Damals im Januar. Es war ein richtig, richtig heftiges Gefühl, das geschafft zu haben. Und wie ich schon gesagt habe, am Sonntag habe ich die ersten 8 Spiele im Hotel gemacht. Stand 7:1 trotz Hotel-WLAN. Damit war ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Aber da dachte ich mir schon, wenn ich in Hamburg da weiter zocke, könnte es schwierig werden. Deswegen haben wir das Ganze dann in Berlin beendet, indem mir der gute Bene über die Schultern geschaut hat. Und mir da ein paar Tipps gegeben hat und mich gecoacht hat, Freunde. Ihr wisst Bescheid, wir gehen rein. Wurde das angepasst? Sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ihr seht es schon. Es ist am Ende, ja gut, Rang 1 geworden. Let's go. Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass es Ultimate Tots Rewards gibt. Also wir haben jetzt noch mal eine letzte Chance auf Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und wen auch sonst. Wir bekommen einfach 3 rote Player Picks. Wir bekommen ein 5x83 Plus, das Ganze 3-mal, dann 3-mal Copa America, 3-mal 87 Plus, 225k Packs. Also das ist wirklich crazy, wie gut sich das für eine RTG lohnt, Rang 1 zu holen. Also Kuss auf jeden Fall an Bede fürs Coachen. Bester Mann, wir gehen rein in die Player Picks. Die können natürlich jetzt auch schon gut sein, ne? 90er Robert Lewandowski ist kein schlechter Start, weil die Dinger gönnen sonst eigentlich eher weniger. Weiter geht's mit einem Kobel. Ey, die scheinen heute wirklich gut zu sein, vor allem wenn 5 zur Auswahl sind. Oh, alles klar, einfach mal 2 Karten auf einmal. Das ist krass. Riccardo Calafiori, was eine Maschine wirklich, was eine Maschine. Der wird mit Sicherheit auch den Verein wechseln, habe ich gehört. Und dann haben wir noch einen letzten und ziehen da nichts mehr. Digga, da wollen es für EA wirklich nochmal zeigen. Nee, also da kann auch wirklich das Schlechteste vom Schlechtesten rauskommen. So ist es nicht. Und damit haben wir 3 rote Ultimate Tots Picks. Letzte Woche hatte ich die besten aus ganz FC24 für mich. Theo Hernandez und Frimpong. Aber jetzt haben wir wirklich die besten Chancen aller Zeiten auf diese roten Picks. So, Freunde, ich würde sagen, wir starten rein mit einem Stat-Reveal. Zweiter Pick machen wir dann nochmal ein R3-Pick und dann vielleicht nochmal ein Stat-Reveal oder so. Komm schon, Bruder. Bitte. Ich will was sehen. Ich hätte echt Bock auf so einen Ronaldo oder so. Auch wenn er nur ein 96er-Rating hat mittlerweile. Ich würde ihn immer noch so gerne haben, wirklich. Erster Spieler, 95 Physis, 94 Def. Das ist, glaube ich, Koulibaly. Jupp, Koulibaly auf der 1. Alles klar. Spieler 2, 94 Physis. Oh ja, weiß ich nicht. Nee, Lewandowski. Habe ich vorher aber auch nie in Rot gezogen, glaube ich. Beziehungsweise zumindest noch nicht ausgewählt. Also das wäre eine neue Karte. Gut, das brauchen wir gar nicht weitermachen. Das ist Debinha, Klassiker. Also das ist halt wirklich der Klassiker. Wisst ihr, wen ich auch immer noch unfassbar gerne hätte? Rafael Leao. Ohne Spaß, Mann. Wirklich. Also der hätte ich unnormal gerne. Gut, Batscha. Okay, der Pick ist leider bis jetzt bodenlos. Und der letzte Spieler, sieht auch nicht gut aus, das ist Stanway. Alles klar, Junge. Okay, Batscha habe ich tatsächlich auch noch nie in Rot ausgewählt. Eigentlich eine Schande. Aber nun gut, wir gehen mit Robert Lewandowski. Also der erste Pick ist nicht gut. Ich brauche es nicht schönreden. Er ist nicht gut. Und damit gehen wir rein in Pick Nummer 2. Wir machen einen R3-Pick. Wir schauen alle zusammen weg. In der Zwischenzeit könnt ihr ein Like und ein Abo dalassen. Und Spieler Nummer 1 ist... let's go! Aitana Bonmati. Ey, das finde ich übel nice, weil dann kann ich da eventuell mal so ein Fun-Team bauen mit Irene Paredes und Bonmati. Und Freunde, ja, es gab eine Showdown-Evo und da hätte Irene Paredes richtig gut reingepasst, aber ich habe die damals rot gefärbt. Das war es komplett. Aber nun gut, es war irgendwie fast schon klar, dass das irgendwann mal passiert. Spieler 2, Di Maria. Können wir das Ganze noch toppen mit Bonmati? Spieler 3, Golovin, Debinha und Stanway. Der Rest ist einfach komplett für die Tonne. Wir gehen mit Aitana Bonmati, ziehen hier die nächste Karte von Barca und dann bin ich mal gespannt, was noch bei Pick Nummer 3 rauskommt. So, ab dafür. Alle guten Dinge sind 3. Komm schon, Junge. Also, er kann jetzt gerne nochmal was noch krasseres vorbeischauen. Also, schauen wir mal. Spieler 1, 95 Physis. Oh, warte mal. Ist das wieder Theo? Ja.
Ja, es war klar. Man zieht den in der einen Woche nach Ewigkeiten und dann eine Woche später zieht man ihn wieder. Dann haben wir wieder einen mit 95 Physis. Okay, 97, warte mal. Okay, warte, ist das gut? Oha, Lautaro Martinez, wir starten mit zwei 97er Karten. Das ist crazy. 97 Physis, das ist Ferguson oder Haaland. Das ist Ferguson. Dann haben wir Debinha safe. Ja, und... Ach, das ist auch nicht gut. Stanway. Aber da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Lautaro Martinez, Bonmati und Lewandowski als Red Picks. Sowas Gutes hatte ich wirklich schon ewig nicht mehr. Das ist krass. Also was wir hier heute alles für Karten sehen, das muss fast das beste Pack-Opening bisher in FC24 für mich sein, weil wir einfach so eine große Facette an Packs am Start haben. Dazu zwei richtig heftige Icon-Picks. Dazu einfach Rang 1 Weekend League Rewards. Also es kracht. Es kracht auf jeden Fall ordentlich und das Ganze kann jetzt noch besser gemacht werden durch die Packs, die wir am Start haben. Die ballern wir jetzt alle weg und danach geht es noch ganz entspannt rein in ja, den abschließenden Icon-Pick. Wir ziehen wieder Martin Brietto. Das kannst du dir nicht ausdenken, aber nun gut. Dann haben wir wieder eine Tots-Karte zum Abgeben. Das 90er-Team. Kriege ich das jetzt überhaupt hin? Das ist ein bisschen nervig jetzt. Nun gut. So, let's go. Wir geben die ab. Es reicht tatsächlich. Ich muss jetzt hier aber auch zwei Karten abgeben. Zwei Karten aus Ecuador. Ist eigentlich ganz cool, die zu haben. Auf der anderen Seite, ihr kennt mich, ich werde die wahrscheinlich nicht spielen. Aber ich hebe solche Karten im Normalfall eigentlich schon immer ganz gerne eine Weile auf, weil es hier und da mal ganz nützlich sein kann für das ein oder andere Objective. Oder einfach, wenn man mal sich den Verein anschaut, ist es immer ganz cool, da so ein paar alte Karten zu sehen. So, Shop wird aktualisiert und man bekommt aus Rang 1 nicht nur heftige Player-Picks, man bekommt auch einfach 10 Packs insgesamt. 3x87 plus und alles tradable. Also, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Natürlich, das Tots-Pack ist nicht tradable. Gar keine Frage. Aber alles andere ist tradable. Ich frage mich aber auch irgendwo, warum nicht mal bei Rang 1 tradable Dingsbums-Packs. Okay, wir ziehen zwei Walkouts aus einem 125k-Pack. Das ist eine Seltenheit ohne Ende, muss man mittlerweile sagen. Also wir werden auf jeden Fall gut Coins machen. Das steht eigentlich mehr oder weniger schon fest. Das ist überragend. Das ist wirklich, wirklich überragend. Dann kann ich eventuell mal zur Footies-Zeit, wenn es dann wirklich auch nicht mehr so ernst ist, das Ganze, mal wieder ein Shop-Pack ziehen. Weil da werden bestimmt unfassbare Sachen rauskommen. Also sowas hat man noch nicht gesehen. Nächstes Pack, 125k, haben wir wieder Glück mit Walkouts. Tatsächlich, wir haben schon mal einen am Start, aber ein zweiter ist diesmal nicht mit dabei. Trotzdem ist es auf jeden Fall überdurchschnittlich gut, muss ich fast schon sagen, weil ich ziehe daraus sehr, sehr selten Walkouts. Sehr, sehr selten in den letzten Wochen passiert. Weiter geht's. Shop wird aktualisiert. Jetzt haben wir hier einige Top-Länder-Packs. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der riesengroße Fan davon, aber wenn wir was ziehen, kann sich das wirklich lohnen? Wir starten tatsächlich auch rein mit einem Walkout, mit zwei Walkouts. Lawrence mit einer 86 und dahinter ist sogar noch was. Endler. Ey, das ist ein richtig gutes Pack. Da kannst du dich nicht beschweren. Das ist ein guter Start. Super. Also selbst wenn wir keine Spezialkarte daraus ziehen, ich wäre schon zufrieden. Ey, ich habe nichts gesagt. Wir gehen rein. Gib mir den tradable Lionel Messi. Wir ziehen Alex Morgan, die auch schon eine 89 hat, was auch schon richtig gut ist, weil das sind garantiert schon mal mindestens 20.000 Coins. Und dahinter ist... Ist ein Torhüter? Ja. Grepo mit einer 95 aus Kanada. Das Spiel Argentinien gegen Kanada, das haben wir uns auch angeschaut. Also nicht live im Stadion, aber in Kanada in einer Sportsbar. War auf jeden Fall ganz cool. Auch wenn im Endeffekt es absolut niemanden, wirklich niemanden gejuckt hat in dieser Sportsbar, dass Kanada verloren hat. Aber gut, vielleicht schauen die sich lieber Eishockey an. Und damit geht's weiter. Was ziehen wir als nächstes? Haben wir noch ein Copper-Pack? Ja, ein Copper-Pack haben wir noch. Schade. Komm schon. Ich will noch mal ein paar Spezialkarten. Das wäre eine super Sache. Dieses Mal ist es leider nicht mal ein Walkout, aber ist okay. 84er. Ja, komm. Die brauchen wir auch nicht verkaufen. Rein in den Verein mit denen. Beziehungsweise, ich weiß gerade nicht die Preis von denen. Eigentlich kann ich die auch verkaufen. Naja, egal. Wir machen weiter mit den Euro-Packs. Erstes Pack. Wenn wir hier einen ziehen, kann es richtig krachen. Also da sind wirklich ein paar Karten dabei. Die kosten halt wirklich richtig gut was. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Aber, ja, ist okay. Ist okay. Langsam reinstarten und steigern. Mit Pack Nummer 2. Ja, okay, leider wieder nicht. Ich will es nicht sehen. Wir skippen das Ding. Es war was Deutsches, es ist Toni Kroos und sonst nur 83er.
Ja, das erwartet man auch sowas eher nicht, natürlich. Und dann haben wir jetzt hier noch ein letztes und daraus ziehen wir leider auch keine Spezialkarte. Schade, schade, wäre zu schön gewesen, hier mit ein paar Coins rauszugehen, mit irgendeiner heftigen Team of the Tournament Karte, aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Das Ding ist ja, wir haben noch das 3er Team of the Season Pack und das 3x87 Plus Pack. Und das kann auch gut sein. Ja, let's go, wir ziehen eine Team of the Tournament Karte. Und Luka Modric. Es ist wieder jemand von Copa America? Komm, gib mir Lionel Messi. Oder Vinicius. Es ist Aramburu mal wieder. Es sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen. Aber ist egal. Der bringt trotzdem ein paar Coins. Ich glaube 30.000, 40.000. Ist eigentlich auch saugünstig für eine 95er Karte. Mittlerweile nur noch 30.000 Münzen hinzulegen, ist krass, finde ich. Aber es ist ja auch irgendwo ganz cool. Und damit haben wir noch aus dem Team of the Season Ultimate Tots Rewards ein letztes Mal ein 3er Tots Pack. Ich weiß gar nicht, was ab nächster Woche dann am Start ist. Sind da noch Tots Karten drin? Ich weiß es nicht. Wir gehen rein. Komm schon, in Blau. Irgendwas Heftiges. Ja, okay, das Ding ist eigentlich schon direkt over. Das kann jetzt, da kann eigentlich nichts mehr hinter sein, ne? Ferguson und Rafael Leão, mein Wunschspieler. Ich hab ihn endlich. Ich hab ihn endlich. Das ist crazy. Oh Mann, Alter. Den hätte ich nochmal richtig gerne in Rot gehabt. Das wäre cool gewesen. Aber ich freue mich. Ohne Spaß, Mann. Der ist auch echt noch teuer. Ich finde den Ingame bei den Gegnern auch immer so stark. Also endlich mein Wunschspieler gezogen. Das ist crazy. Oh Mann, Alter. Also das ist wirklich ein überragendes Pack-Opening. Und damit sind wir erstmal durch mit den Weekend League Rewards. Hat sich absolut gelohnt, muss man sagen. Und damit gehen wir jetzt noch rein zum Abschluss des Videos in den 92 Plus Icon Pick Nummer 2. Der erste war wirklich überragend. Ich bin gespannt, wie es sonst so läuft. So, da sind wir doch. Wir geben hier wieder ein paar ganz nette Karten ab. Das ist bodenlos, was ich hier abgebe. Einfach so ein paar 84er und dann, ach egal. Wir schauen euch hin. Wir geben das Ding ab und jetzt ziehen wir hier zum Abschluss des Videos nochmal einen würdigen Spieler, der das Video perfekt macht. Komm schon. Ich bin sehr gespannt. Komm schon, Freunde. Ein letztes Stat-Reveal in diesem Video. Ab dafür. Charlton war echt heftig als erste Karte. Mal schauen, ob wir das toppen können. Und wenn nicht, ob wir vielleicht irgendwie ja, was halbwegs Nettes ziehen können. Das wäre cool. 86 Physis, 87 Def, 98 Tripling. Das ist wieder Xavi. Wieso bekommt man den so oft? Ja, warum wohl? Okay, dann haben wir einen Torhüter. Ist das Schmeichel? Nee, Tschech. Das geht gar nicht gut los im Vergleich zum ersten. Dann haben wir noch einen mit 94 Physis. Das klingt schon mal nicht so schlecht. 94 Def, 93 Tripling, 97 Passen, 99 Schießen. Das ist Xavi Alonso. Meine Augen haben gerade schon geleuchtet. Meine Augen haben gerade schon geleuchtet. Es ist Xavi Alonso. Und wir haben alle bis auf Xavi. Gut, der eine Pick mit Charlton war auf jeden Fall eine 10 von 10. Ansonsten haben wir super coole Karten gezogen, mit denen wir in der nächsten Zeit auch viel Spaß haben werden. Also ja, wenn man sich mal das Team anschaut aktuell, es sieht unfassbar gut aus. Ich muss das auf jeden Fall demnächst auch mal wieder komplett umkrempeln, habe ich das Gefühl. Ach, so ein Leão, den muss ich auf jeden Fall mit reinnehmen, gar keine Frage. Ein Charlton, den muss ich zocken. Eine Aitana Bonmati, die hat halt auch unfassbar gute Stats. Aber Bruder, was habe ich hier mittlerweile alles auf der Bank rumliegen? 97, 98, 97, das ist Wahnsinn. Also Charlton will ich unbedingt mal spielen. Rafael Leão hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber ja, chemietechnisch passt es nicht so gut. Also wir müssen uns da definitiv was überlegen. So ein Frimpong macht sich da auf jeden Fall auch ganz gut. Also die Ratings sehen wild aus mittlerweile. Freunde, das soll es von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn das Video aus dem Hotel aufgenommen wurde, sollte aber nicht einen allzu großen Unterschied zu den normalen Videos sein. Und dann sehen wir uns morgen zu einem sehr, sehr coolen Video wieder. Und am Donnerstag geht es dann ganz normal weiter mit dem üblichen Content. Macht's bis dahin gut. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Haut rein und ciao.